Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Civilization 6 Liedermarathon mit mir hier auf Verlangen Streams. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten in eine neue Partie. Für alle, die noch nicht bekannt waren, die noch nicht bekannt sind mit meinen Hausregeln und dem ganzen Liedermarathon hier auf unserem Kanal, wir spielen alle Anführerinnen und Anführer von A bis Z alphabetisch durch und sind inzwischen bei Basilius dem Zweiten angelangt. Wir haben noch in der letzten Folge mit Bartrieu den Kultursieg errungen gegen die Khmer. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, schaut einfach mal in die Playlist. Dort findet ihr alle bisher gespielten Partien, darunter die Partien mit Abraham Lincoln, mit Amanitore, mit Ambiorix und eben mit Bartrieu. Außerdem findet ihr auch ein Erklärungsvideo, wie das Ganze hier abläuft, welche Hausregeln wir haben und so weiter. Nur kurz zusammengefasst, wir spielen immer auf einer kleinen Karte, auf Gottheit, mit einem einzigen zusätzlichen Spielmodi, Monopol- und Kooperationsmodus, und wir spielen natürlich mit der Civilization 6 Anthology-Version. Das heißt, wir haben alle DLCs aktiv, spielen auch mit einer gewissen Katastrophenentität und Stadtstaaten. Also für weitere ausführliche Erklärungen dann einfach mal in das Video, in das Einführungsvideo schauen. Und dann seid ihr hier auch gebrieft, was das angeht. So, wir starten mit Basilius dem Zweiten in einer neuen Partie. Wir haben 5 Gegner, wie immer. 9 Stadtstaaten spielen auf einer kleinen Karte, fangen in der Antike an. Alles andere ist auf Standard und sei relativ homogen eingestellt. Alle Siegarten sind aktiv und es gibt natürlich keine Anführer doppelt und auch keine Nationen doppelt auf der Karte. Ich werde im Verlauf der Partie eine Statistik darüber führen, welche Civs wir auf der Karte haben, welche Naturwunder, Stadtstaaten und Weltwunder gebaut werden, beziehungsweise es auf der Karte gibt. Und das Ganze wird dann in einem Google Docs-Dokument veröffentlicht. Dieses Google Docs-Dokument ist auch unter dem Video in jeder Videobeschreibung verlinkt. Dort seht ihr auch nochmal die Statistiken zu den alten Partien und neuerdings, beziehungsweise das haben wir irgendwann eingeführt, auch die jeweiligen Seeds zu den Spielen und Partien. Das heißt, ihr könnt jede Partie, sobald ich sie fertig gespielt habe, dann auch 1:1 nachspielen. Danach wurde sich gewünscht und das Ganze möchte ich natürlich auch erfüllen. Und da könnt ihr jetzt, wie gesagt, reinschauen. Schon des Längeren, das ist aktiv. Das ist jetzt auch schon aktualisiert aus der letzten Partie. Und da könnt ihr das dann alles finden. So, das zur Einleitung. Also, Hausregeln sind klar. Wir spielen wieder bis Runde 100, entscheiden dann, ob wir diese Partie neu starten oder nicht. Und beziehungsweise, wenn wir die Partie vor Runde 100 verlieren, haben wir auch noch einen zweiten Versuch. Solltet er dann auch scheitern, werden wir diese Partie als verloren geben und ziehen zur nächsten Ziff weiter. Bis jetzt konnten wir alle Spiele gegen die KI gewinnen. Einmal nur im zweiten Versuch, ansonsten tatsächlich auch im ersten Versuch. Aber es kann natürlich sein, dass sich das jederzeit ändert. Auf Gottheit zu spielen ist manchmal eben auch Glückssache und wir werden sehen, wie es läuft. Eine Neuerung werde ich machen zu den bisherigen Partien. Und das hängt ein bisschen mit den Eigenschaften von Basilius dem Zweiten zusammen. Wir spielen normalerweise auf einer Pangea-Karte. Aber weil Basilius der Zweite nicht nur eine Landspezialeinheit hat, sondern auch eine Schiff- oder eine, ich sag mal, Wasser- oder Marine-Spezialeinheit hat, werden wir auf eine andere Kartenskript ausweichen. Ich hatte ja schon mal in den Hausregeln angekündigt, dass wenn wir nur Landeinheiten haben, grundsätzlich immer auf einer Pangea-Karte spielen. Aber weil wir jetzt beides haben, habe ich mich für etwas anderes entschieden. Und das ist das gute Binnenmeer. Ich selber habe auf dieser Karte noch gar nicht gespielt, aber ich glaube, dass wir mit dieser Karte ganz, ganz gut kommen. Erstmal suggerieren wir so ein kleines Mittelmeer, wie wir es auch mit Byzanz vielleicht gemacht hätten. Und zweitens können wir hier so ein bisschen auch die Stärken und Schwächen von Byzanz ein bisschen miterleben. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, über den Landweg Krieg und Territorialkriege zu führen mit unseren starken Reitereinheiten, die wir spätestens ab dem Mittelalter bekommen. Außerdem haben wir gleichzeitig die Chance, mit unseren Schiffen ein bisschen über das Binnenmeer zu schiffen und dort vielleicht die eine oder andere Nation vom Wasser aus anzugreifen oder eben halt zu erkunden. So, und da kommen wir dann gleich auch schon zu den Eigenschaften, die Basilius hat. Auf der einen Seite hat Basilius natürlich die schwere und leichte Kavallerie, die wir natürlich versuchen zu rekrutieren, die auch gestärkt wird, wenn sie in Städten kämpft mit der gleichen Religion. Das heißt, wir versuchen in diesem Spiel auf jeden Fall eine Religion zu gründen, diese auch, wenn es geht, ein bisschen auszubreiten, sodass wir, egal wo wir kämpfen, dann auch die Religion als Unterstützung haben für unsere Einheiten, für unsere Kavallerieeinheiten.
Dazu kommt die Ordnung. Einheiten halten plus 3 Kampfstärke oder religiöse Stärke für jede heilige Stadt, die zur Religion von Byzanz bekehrt, einschließlich der byzantischen heiligen Stadt wird. Also die Religion von Byzanz breitet sich in nahegelegenen Städten aus, wenn eine feindliche Einheit einer Zivilisation oder einer Stadtstaat besiegt wird. Plus 1 großer Prophetpunkte durch Städte mit einer heiligen Stätte. Also das ist auch nochmal eine ganz, ganz coole Sache. Das werden wir auf jeden Fall versuchen am Anfang sehr viel zu nutzen. Also heilige Stätten bauen und so schnell wie möglich einen großen Propheten, Religion ausbauen und das Militär ausbauen. Das wären unsere beiden Säulen in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Eine Partie, die wir noch nie so gespielt haben, aber Religion und Militär wird hier ein ganz wichtiger Faktor werden. Dann, wie es angekündigt, hatten wir hier die Dromonen, byzantische Spezialeinheit der Klassik, die die Quadrireme mit größerer Reichweite ersetzt und 10 Kampfstärke gegen Einheiten erhält. Das heißt, auch da sieht man nochmal, dass wir damit auf jeden Fall ordentliches an Schaden anrichten können und die wird es auch sicherlich helfen. Dann die gute Takma oder der Takma, wahrscheinlich eine Reitereinheit, Spezialeinheit des Mittelalters, die den Ritter ersetzt, Landeinheiten innerhalb von einem Geländefeld Entfernung zum Takma erhalten plus 4 Kampfstärke oder religiöse Stärke. Also auch unsere Apostel und unsere anderen religiösen Einheiten werden dadurch etwas gestärkt. Also das wird eine ganz coole Sache. Und dann habe ich mir im Vorfeld ein bisschen was durchgelesen zum Hypodrom. Das finde ich super, super stark. Also ein Bezirk, der ausschließlich Byzanz zur Verfügung steht, ersetzt den Unterhaltungskomplexbezirk, bringt 3 Annehmlichkeiten und ist günstiger zu bauen. Wenn das Hypodrom und Gebäude in diesem Bezirk gebaut werden, erhaltet ihr eine schwere Kavallerieeinheit. Einheiten, die durch diesen Bezirk gewährt werden, verbrauchen für den Unterhalt keine Ressourcen, kann nicht in Städten mit einem Wasserpark errichtet werden. Also, wir bauen auf jeden Fall ganz viele Unterhaltungsbezirke. Ich sehe da auch schon die Möglichkeit, daneben ein schönes Kolosseum zu stellen. Hypodrom wird uns auf jeden Fall helfen. Wir werden Gebäude darauf errichten und werden dann auf jeden Fall dadurch Einheiten bekommen, die uns keine Unterhalt kosten, mit denen wir dann wiederum in Territorialgeschichten und Kriege gehen können. Ich bin super gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles beachtet erstmal für den Anfang. Ihr werdet es mir hoffentlich dann in den Kommentaren sagen. Das hat sich in letzter Zeit bewährt, dass ich immer eine Folge aufnehme und aufgrund des Abstandes der Folgen könnte ich dann auch immer relativ gut auf die Kommentare eingehen. Und das heißt, bis zum Start der nächsten Folge werdet ihr mehr oder weniger direkt die Möglichkeit haben, Einfluss auf diese Partie zu nehmen. Sprich, die erste Folge kommt jetzt heute am Freitag raus, die nächste kommt am Sonntag raus und ich werde nicht vor Samstag anfangen, die neue Folge aufzunehmen. Sprich, wenn die am Freitagmorgen erscheint, habt ihr den ganzen Tag Zeit, die Folge anzuschauen, zu kommentieren, sogar noch von Freitag auf Samstag und im Laufe des Samstages werde ich dann aufnehmen und die bis dahin gekommenen Kommentare werde ich dann mit einbeziehen können und so weiter und so weiter. Das Ganze ja immer mein Rhythmus, Dienstag, Freitag und Sonntag, 10 Uhr auf unserem Kanal hier auf Langstreams, wenn die neuen Folgen rauskommen. So, wir starten die Partie. Ich bin ganz gespannt auf den Anfang, ihr hoffentlich auch. Und dann werden wir sehen, wie wir mit Byzanz und Basilius dem Zweiten spielen. Das ist meine allererste Partie mit Basilius, noch nie gespielt, aber ich bin sehr gespannt, ob wir unsere Stärken hier ausspielen können. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Binnenmeerkarte haltet. Ich glaube, ich finde das eine ganz gute Idee. Wir können hier über den Landweg mit unseren Reitereinheiten angreifen und über den Seeweg auch ein bisschen mit unseren Wassereinheiten nutzen. Ich denke mal, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, starten wir rein, gucken wir, was für Gegner wir haben und wo unsere Startposition ist. Auf geht's. Ich wünsche uns viel Spaß. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Eure Feinde werden euch fürchten, König Basilius II., denn ihr wurdet im Feuer geschmiedet. Lasst euren Scharfsinn und eure Ambitionen euer Schwert schärfen. Schützt euren Stolz und seid standhaft gegenüber euren Feinden, innerhalb eurer Mauern und darüber hinaus.
Sehr schön. So schnell lädt die neue Partie jetzt mit meinem neuen Rechner. Das ist Wahnsinn. Vorher hat das, musste er den Text auf jeden Fall immer aufsagen, bevor hier das Spielbeginnzeichen steht. Und jetzt erscheint das irgendwie nach wenigen Sekunden. Schöner Eingangstext. Ich bin gespannt. Schauen wir auf unsere Startposition. Wie immer, kein Reroll. Wir spielen so, wie es kommt. Dann ist unser erster Versuch im Zweifel eben dahin. Falls es uns jetzt so schlecht trifft, dass wir früh überrannt werden, keine Ressourcen haben oder was auch immer oder nicht von dem Fleck kommen, dann ist es so. Aber wir spielen auf jeden Fall nicht neu. Wir rerollen sozusagen nicht, sondern wir spielen mit dem ersten oder mit dem zweiten Versuch. Aber auf jeden Fall versuchen wir das Beste draus zu machen. Also, auf geht's. So, wir starten an einem See und an einer kleinen Wüste. Das ist per se schon mal nicht schlecht. Was in Bezug auf die anderen Civs, die wir vorher gespielt haben, sehr schön ist. Wir hatten das mit Ambiorix, beziehungsweise wir hatten das auch mit Bartrieu. Wir können endlich wieder Bezirke im ersten Ring bauen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorteil vor den anderen sonstigen Geschichten. Und wir lassen uns gleich mal auf jeden Fall Erträge anschauen. So. Dafür gibt es übrigens auch einen Shortcut, den ich jetzt gerade nicht weiß. Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Irgendwie auf den Buchstabentasten. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche konnte man sich die an- und ausblenden lassen. Irgendwie auf der Tastatur. Kann auch die F-Tasten gewesen sein? Ich weiß es nicht. So, schauen wir mal unsere Lage an. Also, wir sind, wie ihr seht, ganz, ganz links auf der Karte tatsächlich. Was wir im Binnenmeer natürlich nicht haben, beziehungsweise was wir haben, ist... Wir haben eine Karte, die endlich ist. Wir haben hier keine Ränder. Das wird auf jeden Fall mal eine Neuerung sein. Wir können sowas wie Weltumsegelung, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht, aber wir werden auf jeden Fall, soweit ich weiß, nichts von jetzt in dem Sinne Westen an Gegnern bekommen. Die Gegner sind halt um das Meer, um das Binnenmeer verteilt. Das ist natürlich auf jeden Fall eine andere Nummer und ja, könnte uns zum Vorteil gereichen, könnte uns aber auch in dem Fall negativ sein, weil wir gewisse Zeitalterpunkte vielleicht nicht erreichen müssen können. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht in dem Moment. Okay, aber lass uns mal unsere Startposition anschauen in Ruhe. Wir haben auf jeden Fall Produktion, wir haben auch Nahrung, wir haben Süßwasser, wir haben hier mit Silber auch ein bisschen Gold vorkommen, können dann hier auch gut eine Silbermine errichten, haben wir dann auch gleich ein Luxusgut, was uns ein bisschen Annehmlichkeiten bringt. Wir wollen ja auf jeden Fall heilige Stätten bauen und wir wollen Unterhaltungsbezirke bauen. Unterhaltungsbezirke sind grundsätzlich unproblematisch, aber was wir natürlich machen wollen, wir wollen natürlich gerne eine heilige Stätte bauen und das möglichst an einem Berg. So. Jetzt ist die Frage, wir haben hier unten, nein, ich möchte noch keinen Marker setzen, wir haben hier unten noch ein Gebirge. Da wäre natürlich die Frage, was ist hier unten, würde mich jetzt auch brennender interessieren als hier oben. Wir sind, glaube ich, auch relativ weit unten auf der Karte, trotzdem glaube ich, hier können wir auch zwei Schritte laufen. Lass uns mit unserem Krieger mal hier hinlaufen und das sieht mir doch aus, als ob hier irgendein Naturwunder gleich ist. Wir werden es vielleicht sehen. Es war sehen. Eine fantastische Landschaft, da überall Felsen in den seltsamsten Formen in scheinbar unmöglichen Formationen standen. Einige auf oder nebeneinander, als würden sie sämtliche Gesetze der Schwerkraft brechen. Roraima Tepui. Das hatten wir schon mal und es ist ja unfassbar, gleich mit dem ersten Schritt auch ein Naturwunder entdeckt zu haben. Und das wiederum ist natürlich super für den Bau unserer ersten heiligen Stätte. Nicht nur, dass wir hier wahnsinnig viele gute Erträge bekommen, vor allem auch Wissenschaft und Glauben. Wir bekommen natürlich auch hier dann einen Bonus, wenn wir zum Beispiel an dieser Stelle hier eine heilige Stätte bauen. Bekommen wir hier durch das Weltwunder plus 2 dazu, Naturwunder plus 2 dazu. Das wäre natürlich super. Ich würde sagen, da sollten wir auf jeden Fall versuchen, in die Nähe zu siedeln. Wir haben allerdings, und das muss man auch dazu sagen, hier kein Süßwasser in der Nähe. Das ist wiederum schlecht. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Meine Idee wäre jetzt, damit wir uns das vielleicht nicht ganz kaputt machen und uns das schon mal so zum Teil zumindest sichern, wäre jetzt hier zu unten zu siedeln. Ich markiere es mal ganz kurz. Wir hätten folgende Vorteile. Wir könnten gleich eine Siedlung gründen im ersten Zug. Wir müssten nicht noch warten. Wir haben ein paar ganz gute Erträge. Wir haben hier noch Möglichkeiten, einen Bauernhof auszubauen. Haben ein bisschen Wald mit Produktion. Haben immer noch die Möglichkeit, ans Silber zu kommen. Kommen aber auch im zweiten Ring
spätestens im dritten Ring hier an dieses Naturwunder. Wer weiß, was hier ist, aber hier sehe ich Potenzial für eine sehr, sehr gute heilige Stätte, die wir dann relativ schnell erkaufen könnten, die Felder. Das denke ich mal, wäre kein Problem. Und die Erträge gehen halt eigentlich. So. Genau, Süßwasser finde ich wichtig. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, weiter oben noch Siedlung zu bauen, hinter dem Naturwunder Siedlung zu bauen, sprich die andere Seite zu erschließen und dann von der anderen Seite noch eine heilige Stätte zu bauen. Und wir machen uns da wenig kaputt, sag ich mal. Wo wir dann unsere Unterhaltungsbezirke bauen, das ist relativ egal. Wir können dann auch schauen, ob wir in der Wüste vielleicht das eine oder andere Weltwunder setzen, je nachdem, wie es läuft. Ich würde sagen, das ist erstmal keine schlechte Wahl. Wir bauen das erstmal hier hin. Und gründen unsere Hauptstadt. Konstantinopel. Sehr schön. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Erträge. Wir nehmen erstmal natürlich mehr Nahrungserträge, damit wir schneller wachsen. Und das allererste, was wir machen, wir wollen natürlich auf jeden Fall einen Speer bauen, der uns mal ein bisschen die Landschaft erkundet. So, wir haben Romreimer Tilpui entdeckt. Wunderbar. Das gibt uns gleich erstmal ordentlich Zeitalterpunkte. Bonus für Astrologie, auch sehr wichtig. Und wir haben auch einen Kontinent entdeckt, nämlich Nena. So, Forschung. Was machen wir zuerst? Wir wollen natürlich mit Byzanz Kavallerieeinheiten haben. Das heißt, wir wollen unbedingt wissen, wo Pferde sind. In dem Sinne würde ich sagen, einmal Tierzucht und danach gehen wir den direkt in die Astrologie. So können wir halt hier feststellen, ob irgendwo in der Nähe Pferde sind oder wir eine Siedlung bauen müssen, wo wir uns Pferde sichern müssen. Fände ich ganz wichtig. Außerdem, wenn wir Pferde entdecken, gibt es auch nochmal eine ganze Menge neuer Erträge. So, wie gehen wir weiter? Ich würde sehr gerne wissen, was hier ist. Können wir das vielleicht hier über den Sumpf aufdecken? Ja, wunderbar. Schaut mal, das ist ja ein traumhafter Platz hier. Zwei Wissenschaft, oh, das ist sehr, sehr gut. Noch den Berg in der Nähe, hier wahrscheinlich das Weltwunder. Wir können das Ganze mit dem Speer dann erkunden. Ich würde sagen, wir nutzen unseren Krieger und schauen gleich mal in diese Richtung. Und da sehen wir den ersten Barbarenspeer. Ich würde ganz gerne mal auf den Hügel gehen, um so ein bisschen mehr Weitsicht zu haben. Ah ja, schaut mal. Und da ist auch gleich das erste Barbaren-Camp. Da wollen wir hin. Wir wollen denen nicht viel Raum geben, sich zu entfalten. Da wollen wir gleich mal gegen angehen. Und wir sehen auch gleich den ersten Stadtstaat. Hunza. Hunza hatten wir auch im letzten Spiel. Das ist in dem Sinne sehr, sehr gut. Erstens sind wir gleich... haben wir gleich einen Gesandten in dem Stadtstaat und bekommen plus 2 Gold in der Hauptstadt. Das hilft uns auf jeden Fall am Anfang, gerade jetzt für den Kauf von Geländefeldern. Außerdem hätten wir die Möglichkeit, relativ früh auch den ersten Suzerainbonus zu bekommen und gibt uns nochmal extra Gold für Handelswege. Gerade am Anfang ist das sehr, sehr wertvoll. Könnte man sich tatsächlich überlegen, ob wir zusätzlich zu dem ganzen Glauben und den Militäreinheiten auch ein bisschen Gold produzieren wollen. Würde uns auf jeden Fall auch helfen. Zumal wir dann auch richtig schauen könnten, Unterhaltungsbezirke gibt es ja, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube in Richtung Kulturausrichtung dann, ist dann hier oben bei Spiel und Erholung, da müssen wir auch hin. Das heißt, wir brauchen am Anfang auch auf jeden Fall relativ viel Kultur. Kulturstadtstadt würde uns auf jeden Fall auch noch helfen. So, Heurika für die Bewässerung auslösen. Das könnte sogar fast funktionieren, wenn wir hier die Bonusressource ausbauen. Nämlich den Weizen. Die werden natürlich auch helfen beim Angriff. Jetzt ist die Frage in 13 Runden Gesetzgebung. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Ich würde uns ungern auf einer Ebene verschanzen lassen und uns gerne hier Richtung Hügel. Waldhügel wäre sogar noch besser, aber zumindest von der Hügelseite aus angreifen, um den Bonus zu bekommen. Den Verteidigungsbonus, der uns hier auf jeden Fall helfen wird. Ansonsten haben wir erstmal nichts zu tun. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, dass der uns entdeckt hat. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit verschwenden und vielleicht sogar schon... Oh ja, das ist aber auch übel hier. Verschanzte Verteidigung, 3 ideales Gelände. Ja, das ist hart. Wir könnten versuchen, nochmal von der Seite ranzugehen. Ein bisschen sicherer zu sein in der Verteidigung. Und vielleicht die von Hunza sich hier auch hin zu bewegen.
dass die sozusagen hier rankommen. Denn wir müssen uns wahrscheinlich immer wieder heilen. Wir werden das sonst hier nicht überstehen. Also das würde jetzt nämlich das erste Mal sein, dass wir uns jetzt heilen müssen. Und leider wird ersetzt nämlich... Pferde. Er produziert Pferde. Das ist wiederum spannend. Oh, viele gute Erträge hier um den Berg herum. Das gefällt mir gut. So, nächster Bürger ist auch da. Nein, wir wollen jetzt erstmal nicht das... Das würde uns natürlich Glauben und Wissenschaft bringen. Das wäre an sich nicht schlecht. Und eine ganze Menge Nahrung. Wir würden sehr, sehr schnell wachsen. Das wäre schon kein schlechtes Feld. Die nächsten Felder könnten wir dann tatsächlich mehr Richtung auslegen. Ja doch, ich nehme das erstmal, um jetzt schnell zu wachsen und viel Bevölkerung zu haben. Das fände ich eigentlich ganz gut. Außerdem kriegen wir mehr Wissenschaft und ein bisschen Glauben dazu. Hilft uns dann auch für das Pantheon. Jetzt ist die Frage. Wir wollen natürlich auch in der Kultur schnell vorankommen. Wir haben im Moment sehr wenig Produktion. Die Speer sind relativ günstig. Ich würde, glaube ich, aufgrund der Situation hier auf den zweiten Speer verzichten und dann Richtung Schleuderschützen gehen. In 6 Runden wissen wir, wo Pferde sind. Aber ich glaube, zur Verteidigung und der Aktion hier mit den Einheiten wäre das, glaube ich, ganz sinnvoll. Hunza könnte uns jetzt ein bisschen helfen bei der Sache. Ah, das tut weh gerade hier. Ich hoffe, dass... Naja, okay, die greifen da an. Das wiederum ist gut für uns. Ja, wir regenerieren natürlich hier ein bisschen, aber das ist alles relativ gefährlich, jetzt hier zu bleiben. Okay, die kommen mit ihrer Fortbewegung, glaube ich, nicht hier ran. Die werden hoffentlich zurückschlagen. Und die sind eigentlich schon fast platt. Also die würden uns auch... Wir würden die auch besiegen. Ich will diese Position hier nicht aufgeben. Ich hoffe, wir überleben das. Sicher bin ich mir aber nicht. So, wir gehen mal hier einmal rum. Schaut mal. Seide. Allerdings im... Naja, im vierten Ring. Hier müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir nochmal irgendwo hier eine Siedlung platzieren. Das wird uns helfen. So, wie sieht's aus? Wollen wir uns schon... Geländefelder kaufen. Wir könnten uns jetzt für 75 schon dieses Geländefeld kaufen, um dann später hier eine heilige Stätte zu bauen. Die wollen wir natürlich hier bauen. Plus 6 Glauben. Ist Wahnsinn. Wahnsinnig viel. Wir haben ja noch 2 Wälder dazu. Plus das Weltwunder. Das gibt jeweils 2. Das sind 4. Die 2 Wälder zusammen geben 1 und 5. Und der Berg gibt auch nochmal 1. Das wäre schon ein sehr, sehr guter Standort für eine heilige Stätte hier. Und ich würde versuchen irgendwie, dass wir von der anderen Seite vielleicht auch noch eine bauen können. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll dann genutzt. Mag schon diese heilige Musik hier bei den Byzantinern. Oh ja. Okay, wir haben bis jetzt ganz gut gehandelt, glaube ich. Okay, der greift uns an, aber das dürfte uns, glaube ich, sogar helfen. Ja, jetzt ist die Frage. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. So, wir haben Pferde entdeckt. Und zwar hier weit drumherum um das Gebiet des Banditenlagers. Das wiederum bedeutet, wenn wir jetzt nicht andere Pferde in der Nähe entdecken, dass wir wahrscheinlich irgendwo hier noch eine Siedlung errichten müssten. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal nicht in die Schneewüste gehen, weil... wir da keine Pferde kriegen und wir da potenziell auch keine Siedlungen machen wollen. Wir können alles, was wir jetzt erkunden wollen, mit dem Krieger erkunden, der dann hier hoffentlich irgendwann fertig ist. Das nächste Mal müssten wir dann, ich würde sozusagen am Rand des Eises entlang gehen, vielleicht noch einen Blick hier rein riskieren. Und dann würde ich sagen, lassen wir das und gehen dann sozusagen an der Eiskante hier entlang und erkunden dann sozusagen drumherum weiter. So, Tierzucht ist erforscht. Ich würde sagen, das nächste, was wir machen, ist auf jeden Fall die Astrologie. Damit wir frühzeitig mit dem Bau der heiligen Städte anfangen können. Und wir müssen uns überlegen, was wir jetzt machen. Wenn wir hier reingehen,
kriegen wir natürlich eine ganze Menge Gold, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Einheit einbüßen, ist riesig. Wenn wir eine Runde warten, dann wird hier wieder eine Einheit drin stehen. Aber wir könnten uns dann auch aufheilen in der nächsten Runde. Der wird uns, glaube ich, nicht platt machen hier. Nicht, wenn wir verschanzt sind. Ich glaube, dann haben wir eine Chance. Aber der könnte uns hier wohl auch angreifen, hier rüber. Aber vielleicht greift er auch eher den hier an. Das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen Spekulation. Wir kriegen 40 Punkte und einen Zeitalterpunkt. Ich würde ungern Einheiten verlieren. Ja, hier kriegen wir den natürlich nicht. Pass auf, wir riskieren es, wir bleiben stehen. Und versuchen dann den Bonus zu bekommen mit der plus 7 Kampfstärke, dass wir hier überleben. Ist jetzt ein bisschen Risiko. Wir schauen mal, ob wir das schaffen. Okay, das ist an sich schon mal gut. Okay, der vierte Reiter ist hart. Gut, dass wir den Schleuderschützen gleich haben. Okay, aber andererseits hat ihm das jetzt auch echt viel gekostet. Also die eine Einheit ist, glaube ich, sogar platt. Oh, und wir haben das erste Bonusdorf gefunden. Sehr schön. Direkt an einem Barbarenlager dran. Aber egal, da müssen wir hin. Und wir haben den Fortschritt Handwerkskunst. Sehr schön. So, das hat uns noch nichts gebracht jetzt. Aber wir wurden nicht angegriffen. Wir können uns also weiterhin verschanzen. Das würde ich auch machen. Einen Zeitalterpunkt bekommen. Und wir haben ein Stammesdorf entdeckt. So. Okay. Hier sieht es soweit okay aus. Genau. Das dauert halt irgendwie alles sehr, sehr lang. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt hier... Ah, 11 Runden. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das erstmal durch. Man könnte natürlich sagen, wir nehmen dieses Feld hier. Das müssen wir sowieso kaufen. Wir werden das wahrscheinlich nicht dazu bekommen, automatisch. Naja, als nächstes kommt das Feld, klar. In 10 Runden, wir werden die 75 hier ausgeben müssen. Spätestens in 6 Runden. Aber wir warten einfach mal, wie sich das Spiel bis dahin entwickelt. So, nächste Runde. Ah, guck mal, da kommen die nächsten Einheiten. Das ist super gut. Das hilft uns massiv, dass Hunzer hier mithilft. Und das ist wunderbar. Ja, die Briten im Bogenschützen sind übel. Und auch die tun uns weh. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank die Beförderung. Die hilft uns auf jeden Fall. Und der Speer hier, der macht hier mal einen ganz, ganz großen Bogen drum. Wie gesagt, Eis lassen wir erstmal weg und kümmern uns erstmal um das, was wir auch besiedeln wollen. Pferde finden wäre sehr, sehr schön. So, Gesetzgebung ist auch in 3 Runden durch. Das heißt, wir kriegen dann noch mehr Kampfstärke dazu. Und auch in 5 Runden Astronomie fertig. Das würde genau passen, dass wir dann direkt die heilige Stätte bauen könnten. So, da haut eine Einheit ab. Ja, die Bogenschützen, die tun jetzt natürlich weh. Einmal gucken, ob wir das Ganze hier aufhalten können. Ja, Frage, was machen wir, wenn wir die hier opfern? Kriegen wir das Geld? Das ist natürlich... Dann produziert er auch keine neuen Einheiten mehr, ne? Und wir stehen auf einem Hügel. Aber wir verlieren wahnsinnig viel Leben. Und der hier wird uns angreifen. Der hier kann uns, glaube ich, nicht über den Hügel angreifen. Der kann uns aber attackieren. Ist die Frage, was die machen. Wenn die sich hier reinsetzen, dann sieht das schlecht aus für uns. Die andere Einheit wird weg sein. Kann natürlich auch die KI so gemein sein, uns das jetzt hier klauen. Also wenn wir hier reingehen, werden wir das wahrscheinlich nicht überleben. Dann kriegen wir definitiv die 2 Angriffe ab und dann wird es mit uns gewesen sein. 2 Runden überstehen.
wenn wir abwarten und auf die KI hoffen, wird es das wahrscheinlich besser ergehen. Puh, viel Pokern jetzt hier. Gerade am Anfang. Wir könnten natürlich noch auf dieses Feld hier rüberrücken. Das wird es aber auch nicht besser machen letztendlich. Außer, dass wir was entdecken würden, aufdecken würden. Wir würden aber unsere gute Stellung aufgeben. Ich glaube, ich bleibe. Ich riskiere es einfach. Kann jetzt natürlich die falsche Entscheidung gewesen sein, aber wer weiß. So, Bologna entdeckt. Das ist, nee, Mietler, Entschuldigung, nicht Bologna, Mietler. Aber Mietler ist eine Wissenschaftsstadtstadt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir auch hier. Suzerän. Und ein Heuriker für die Schrift auslösen. Okay, das ist okay, da müssen wir nur eine andere Zivilisation treffen. Und das gibt uns schon mal eine Wissenschaft mehr. Auch sehr, sehr schön. So, schauen wir mal, wie es hier läuft. Was passiert jetzt als nächstes? Ja, okay, die verschieben ihre Einheiten. Greifen uns da jetzt mit Fernkampf an. Das ist natürlich doof, weil wir letztendlich dadurch ja auch keinen Schaden an den gegnerischen Einheiten machen. Das hätten wir uns vielleicht auch denken können. Jetzt müsste man eigentlich angreifen. Andererseits würde ich fast sagen, wir ziehen einfach hier hin. Oh, und hier ist noch ein See. Guck, schaut mal. Da ist das, was wir haben wollten. Nämlich die Süßwasserquelle. Und ich markiere mir das hier mal für einen potenziellen Siedlungsstandort. Für unsere zweite Siedlung, um das Naturwunder in unseren Kreis aufzunehmen, unser Reich aufzunehmen. Super cool. Lass uns mal hier versuchen, mit Mietler ein bisschen das Land aufzudecken, das ein bisschen als Grenze zu nehmen und dann hier mal hier den näheren Umkreis noch aufzudecken. In zwei Runden haben wir unseren nächsten Bürger. Wir haben jetzt drei Bürger, wir haben jetzt mehr Produktion. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir könnten jetzt auch hier wieder mehr Nahrung. Lass uns das mal so nehmen. Ich will mehr Wachstum haben. Ich will wachsen, ich will Bevölkerung haben. Okay, das hat jetzt... Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. So, die Gesetzgebung hilft uns auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir entscheiden uns jetzt mal ausnahmsweise für die Produktion, damit wir schneller produzieren, auch gleich in Richtung heilige Städte, Gold und Glauben sehe ich im Moment unproblematisch, da wir Gott sei Dank und den Stadtstaat gefunden haben. Wir brauchen im Moment die Produktion in der Stadt, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir aber hier rein. Ich glaube, wir riskieren das jetzt und müssen das jetzt machen. Wir müssen das Geld bekommen und damit hier keine neuen Einheiten produziert werden. Jetzt haben wir gerade eine Chance. Wir riskieren es jetzt einfach. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Aktion gewesen, aber ich glaube, wir werden da sonst nicht mehr weiterkommen hier. Die orientieren sich jetzt so ein bisschen weg. Jetzt haben wir das Barbarencamp besiegt. Das gibt uns auch einen Zeitalterpunkt. Der ist auch nicht ganz unwichtig. Das gibt sogar zwei Stück. Die können wir auch gut gebrauchen. So, Handwerkskunst, das hilft uns für neue Einheiten. Die Agoge-Karte und die Produktion für Handwerker, das sollten wir auf jeden Fall machen. Als nächstes, das ist eine gute Sache. Außenhandel ist erstmal nicht ganz so wichtig und wir kommen auf jeden Fall weiter Richtung politische Philosophie. War auf jeden Fall ein gutes Heurika, was wir bekommen haben. Ist auch nicht immer der Fall. Und an sich sieht das jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus. So, ich gehe in die nächste Runde und guck mal. Ich schätze mal, dass unsere Einheit hier leider nicht überleben wird, aber... Nun gut. Mit dem war leider dann auch zu rechnen. Zumindest dann wissen wir, dass hier keine neuen Einheiten mehr kommen. Ja, und wir können dann damit leben. Gut, die beiden angeschlagenen Einheiten kommen jetzt. Ich bin Schütze. Die sind von Natur aus skeptisch. Das ist gut. Und jetzt ist tatsächlich die Sache, ich würde sagen, wir kaufen jetzt das Geländefeld hier. Das kostet uns zwar 80 Gold, also 5 mehr als vorher. Hätten wir wahrscheinlich schon früher kaufen müssen. Aber ich möchte unbedingt hier die heilige Stätte bauen. Und das machen wir jetzt auch. Wir hätten natürlich auch Stonehenge bauen können. Wir haben sogar einen Platz dafür.
Aber das kostet mir jetzt einfach zu viele Runden. 30 Runden. Nein, wir machen das über die heilige Stätte. Produzieren hier 6 Glauben. Wir haben einen super Standort dafür. Besser kannst du uns eigentlich gar nicht treffen. So, mit der Einheit sind wir jetzt erstmal auch abgesichert in der Stadt. Und dann können wir eigentlich in der Hoffnung, dass wir hier weiterkommen, gleich mal mit dem Bogenschießen weitermachen. Das hilft uns dann auch schon mal im Krieg und wir kommen dann relativ schnell zur Reiterei auch. Also ein relativ sicherer Pick. Jetzt für die nächste Forschung. Und hier möchte ich ganz gerne nochmal um den See herumschauen. Ja, okay. Auch noch keine Pferde hier, aber Gewürze an dieser Stelle. Wir haben viele Seen, auch das finde ich ganz interessant. Die Gewürze hier, wir müssen mal gucken, wo strategische Ressourcen dann später sind. Sicherlich auch nicht unwichtig für uns. Gut, wir gehen in die nächste Runde, würde ich sagen. Noch haben wir keinen großen Staub aufgewirbelt. Ah, guck mal, hier ist noch auf jeden Fall Regenwald. Und die bleiben im Moment auch stehen. Das ist auch mal spannend. Wir müssen wahrscheinlich nur ein Feld vorgehen. Ja, wir lassen die mal kommen. Eigentlich müssen die ja zu uns kommen eigentlich. Ah, da kommen sie schon. Wollte gerade sagen, es dürfte eigentlich nicht lang dauern. So, viele Seen, wenig Flüsse. Ich denke mal, hoffe, das ist unproblematisch für uns. Aber wir können jetzt hier mit relativ gezielten Attacken hier auf die Reiter gehen. Und hoffe ich mal, dass wir das Bogenschießen Heurika auch bekommen. Das wäre wichtig. So, nächstes Feld. Jetzt ist die Frage, gehen wir weiter auf Nahrung? Wie lange brauchen wir für unseren Bezirk? Ja, ich denke schon. Wir werden das weiter durchziehen. Erstmal die ganzen Nahrungsfelder zu besiedeln, bis wir wirklich so weit sind, dass wir keine Bevölkerung mehr dazu bekommen können. Ja, die machen gut Schaden, unsere Bogenschützen. Das ist gut. So, hier ist ein Regenwald. Da ist unser Speer leider nicht mehr ganz so schnell. Auch wenig Bonusdörfer. Und das sollte eigentlich reichen, um jetzt das Heurika abzugreifen. Ja, wunderbar. Bogenschießen hat große Fortschritte gemacht und das ist auch wiederum gut. Dann können wir bald hoffen. Oh, und da. Schaut mal. Das dürfte unsere erste gegnerische Zivilisation sein. Die werden wir gleich mal versuchen zu entdecken, damit wir den Bonus für die Schrift bekommen und dann einen zweiten Gesandten hier in Mithla bekommen. Hilft uns dann auch da. Ja gut, da brauchen wir noch nicht gucken, da werden wir nicht viel erfahren. Okay, also klar ist, wir wollen auf jeden Fall eine zweite Stadt hier unten haben. Und jetzt würde ich ganz gerne wissen, was noch hier oben ist. Viele Seen, keine Flüsse. Stört eigentlich weniger, aber ich will wissen, welche Zivilisation das ist. Und ich würde sagen, ich glaube zu wissen, das ist entweder Spanien oder der Kongo. Spanien wäre spannend, weil religiös sehr stark. Kongo wäre auch interessant, weil die, glaube ich, keine eigene Religion gründen können und sehr leicht von uns bekehrt werden würden. Also das wäre natürlich auch eine super Gelegenheit, da unsere Religion zu verbreiten. Ach. Weder noch. Es ist Vietnam. Batrieu mit dem alternativen Logo sozusagen und alternativen Farben. Die goldgewandte Herrführerin. Ja, in der letzten Runde noch selber gespielt und jetzt schon als Gegnerin. Oh, ein sehr spannendes Gefüge, das sich da gebildet hat. Okay. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Willkommen in Vietnam. Kommt und probiert eine Portion Schwalbennestersuppe in unserer Hauptstadt. Naja, okay. Ja, wir nehmen natürlich gerne die Gastfreundschaft in Anspruch. Ja, da ist die Hauptstadt. Wahrscheinlich hat Batrieu auch schon wieder mindestens fünf andere Städte. Ja, vier Städte. Na, das ist natürlich krass. Und hier ist schon wieder sehr, sehr weit. Hat auch schon Diamanten in ihrem Reich.
Und wir werden mal freundlicherweise eine Delegation schicken. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen einschleimen. Eure Delegation hat die Schönheit Vietnams und die Stärke seines Volkes gesehen. Ja, wäre sehr schön. Vielleicht kriegen wir das Ganze ja irgendwann zurück. Kriegen auch gleich noch einen gesandten Ermittler. Das war in dem Bonus Schrift. Kriegen einen weiteren Zeitalterpunkt. Auch das ist sehr schön. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch noch die Grenzen reingehen, aber ich würde weiterhin gerne hier erkunden. Das bedeutet aber auch, dass wir in diese Richtung nicht viel Spielraum haben. So, die stehen da jetzt, wie sie stehen. Das ist natürlich doof, aber egal. Wir haben jetzt den Bonus schon. In einer Runde können wir einen Bogenschützen aus unserem Schleuderschützen machen und dann können wir auch die beiden Einheiten weghauen. Dann ist das eigentlich egal. Zumal der jetzt auch schon ein paar XP bekommen hat. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte, Froh. Er fiel zur Erde. Ich weiß nicht wo. Sehr schön, wir haben das Bogenschießen. Das ist wunderbar. Dann können wir jetzt aus unserem Schleuderschützen gleich einen Bogenschützen machen. Erstens mehr Stadtverteidigung, mehr Militär und 4 Einwohner. Auch sehr schön. Ja, wir nehmen natürlich erstmal das. Noch haben wir Wachstum. Noch wollen wir das nutzen. Und dann gehen wir gleich in der nächsten Runde daran, hier umzusetzen, unsere Bevölkerung. So, dann. Was machen wir als nächstes? Nach dem Bogenschießen. Die Schrift wäre interessant. Was brauchen wir als nächstes? Das ist vielleicht viel interessanter, die Frage. Grundsätzlich wäre ja auch gut zu wissen, dass wir Lager bauen und dann Stallungen draufsetzen. Sprich, hier bei der Reiterei kriegen wir die Stallungen. Als erstes Gebäude für Militärlager. Handelszentrum, ja, interessant. Bewässerung können wir noch einen Bonus abgreifen. Segeln erstmal irrelevant. Kornspeicher. Nahrung haben wir eigentlich genug. Wohnraum sehe ich jetzt weniger Probleme. Großes Bad brauchen wir nicht. Die Schrift. Ich würde, glaube ich, erstmal verzichten, einen Campus zu bauen. Auch wenn wir das später auf jeden Fall brauchen. Aber erstmal, glaube ich, irrelevant. Ich bin, glaube ich, tatsächlich Bergbau und Bronzeverarbeitung als nächstes. Eisen könnte uns helfen. Brauchen wir dann später auch, glaube ich, für unsere Spezialeinheiten. Ich muss mal schauen. Brauchen wir dafür auch Eisen? Ich gehe mal ganz kurz hier ins Mittelalter. Wo kriegen wir denn unsere Spezialeinheiten? Das müsste ja irgendwo... Waren die Ritter nicht irgendwo im Mittelalter? Das sind die Kürassiere. Hier sind die Reiter. Das muss doch irgendwo hier sein. Ich bin, glaube ich, gerade blind. Landsknechte. Ritter waren noch im Mittelalter. Wir können natürlich nochmal gucken, oder waren die im Kulturbaum? Nein, im Kulturbaum sind die nicht. Ach doch, tatsächlich. Schaut mal. Hier, Tagma. Bei göttliches Recht unter der Monarchie. Oh, das ist spannend. Das hatte ich auch noch nie. Okay, das heißt, wir wollen... Das ist natürlich super praktisch. Wir können dann über den Theologiezweig relativ schnell unsere Spezialeinheiten bekommen. Und die ersetzt den Ritter. Ah ja, interessant. Okay, aber das macht es mit Stellungen trotzdem interessanter. Ja, wir gehen in Richtung Bergbau. Ich denke, das ist sinnvoll. Bergbau, Bronzeverarbeitung, besiegt drei Barbaren. Das dürften wir auch bald geschafft haben. Jetzt vor allem mit unserem Bogenschützen. Dann haben wir da auch gleich den Bonus für das, für den Eisenverarbeitung und können dann da gleich weiter voranforschen und das relativ schnell. Ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch. Ja, kommt ruhig näher. Das macht ihr gut. Das macht ihr sehr, sehr gut. Und wir gucken uns hier weiter die Landschaft an. So, welche Einheit soll es denn als zuerst sein? Ich würde sagen, ihr hier prädestiniert. So, das ist schon mal die zweite besiegte Barbarenheit oder schon die dritte? Es ist sogar schon die dritte, wunderbar. Und ich glaube, wir haben uns gleich auch eine Beförderung verdient. Auch das ist sehr schön. Und schaut, dann haben wir gleich hier den Bonus und erforschen die Bronzeverarbeitung schneller. Übrigens auch nicht zu vergessen, das vergisst man immer ganz schnell. Wenn wir hier mehr Bevölkerung haben, generieren wir auch für jede halbe Bevölkerung auch einen halben Wissenschaftspunkt mehr. Das heißt, und auch Kultur mehr. Das heißt, durch die Bevölkerung bekommen wir auch mehr Wissenschaft und mehr Kultur automatisch. Auch das ist nochmal ein Grund, warum ich gerade am Anfang gerne auf diese Nahrungsfelder setze, damit wir ein schnelles Wachstum haben und es bringt uns dann später auch, wenn wir Siedler bauen, dass wir dann nicht so wahnsinnig viel Verluste haben. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So, da geht noch was. Ja, die dürfen uns gerne angreifen, das stört uns jetzt weniger. Auch mit allem, was sie haben.
das lenkt so ein bisschen ab von unserem Speer, der hier die Lande erkundet. Wir machen weiter mit ganz einfach. Ich würde ihn gerne befördern, ehrlicherweise. Wegen den XP. Ja, gegen Landeinheiten auf jeden Fall. Die Salve. Die eine Runde schaffen wir auch noch ohne. Okay. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder geschafft. Wir sind in Runde 25. Ein interessanter Start mit Konstantin Doppel. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Kartenwahl haltet. Ist das eine gute Idee? Wie gesagt, grundsätzlich immer Pangea-Karte, aber weil ich denke, wir könnten hier auch mal ein bisschen mit Wasser zu tun haben, fände ich das eigentlich ganz spannend, dass wir vielleicht hier unsere Spezialeinheiten einsetzen. Ich hatte auch überlegt, kleine Kontinente oder Inselplatten zu nehmen, fand das aber dann für unsere Rittereinheiten, die ja auch sehr, sehr mächtig sind, irgendwie nicht die richtige Wahl. Und das ganze restliche Spiel ist ja eher auf die Kavallerie ausgebaut. Und deswegen war es mir wichtig, einfach auch ein bisschen Landmasse zu haben. Dass wir jetzt nicht umsegeln können, macht es natürlich taktisch ein bisschen anders, aber ich denke mal, damit können wir leben. Und grundsätzlich würde ich sagen, es ist erstmal ein sehr, sehr solider Start. Wir haben eine gute heilige Stätte in Planung, sind auch sonst relativ gut gerüstet. Die Barbaren machen uns jetzt eigentlich erstmal nichts aus. Wir gucken, wie wir vorankommen, dass wir jetzt auch bald dann in Richtung zweite Siedlung gehen, damit wir ein bisschen mehr produzieren können. Und dann sollte das hier eigentlich ganz gut laufen. Also schreibt in die Kommentare, was wir jetzt als nächstes machen sollen, wie die Schritte sind. Gibt Tipps, gerne Backseat Gaming, wie man das so schön sagt. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Die kommt dann am Sonntag und seid gespannt. Ich bin's auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.